jemanden finden, der es gerade schwer hat oder der krank oder einsam ist und etwas für ihn tun. Viele PV-Leitungen forderten die Kinder auf, anderen zu dienen. Ihre guten Taten wurden dann festgehalten und ich erhielt die Berichte. Ein 11-jähriges Mädchen schrieb: In meiner Gemeinde gibt es eine Familie, die nicht viel Geld hat. Sie haben 3 kleine Mädchen. Die Eltern mussten einmal irgendwo hin, also bot ich an, auf die 3 Mädchen aufzupassen. Der Vater wollte mir gleich einen 5-Dollar-Schein geben, aber ich sagte, das kann ich nicht annehmen. Mein Dienst bestand darin, dass ich kostenlos auf die Mädchen aufpasste. Habe ich Gutes am heutigen Tag getan? Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heut leichter die Last, weil willig und helfend ich nah? Wenn ein Armer, ein Müder, stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Brüder und Schwestern, wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen. Seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Fremde. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf einen jeden von uns angewiesen.